Sobald sich das System reguliert hat, siehst du, dass der Diabetes verschwinden sollte. Innerhalb von 6 Wochen werden wir sehen, dass dein Diabetes verschwunden ist. Die wichtige Sache ist, dass es eine allgemeine Destabilisierung des Körpers gibt. Wir haben Ihnen nur einige einfache Prozesse beigebracht, um Ihr Energiesystem in Ihrem Körper zu stabilisieren. Es ist ein Getreide mit sehr langsamer Freisetzung. Das heißt, es gibt keine Zuckerspitzen. Ich weiß, dass Diabetes heute eine der größten Pandemien auf dem Planeten ist. Nun, heute überprüfen die Menschen einfach den Zucker, entweder im Blut oder im Urin, und kommen zu einer bestimmten Schlussfolgerung. Zucker, da er mit einem bestimmten Organ wie der Bauchspeicheldrüse zusammenhängt, sie ist entweder dysfunktional oder funktioniert nicht richtig. Aber das ist nicht, wie wir es im Yoga sehen. Im yogischen System sagen wir, wenn dein Vyanaprana nicht gut funktioniert, ist eine Manifestation davon Diabetes. Im Wesentlichen ist es eine Destabilisierung des Körpers. Ihr betrachtet nur den Zucker. Der Blutzucker mag hoch sein, aber das ist nicht das Entscheidende. Die wichtige Sache ist, dass es eine allgemeine Destabilisierung des Körpers gibt. Wenn du kein anderes Sadhana hast, ist der einfachste Weg, in Kontakt mit der Erde oder dem Boden zu bleiben. Der Reichtum des Bodens und der Reichtum des Körpers sind miteinander verbunden. Und wenn du dich mit dem Boden verbindest, vielleicht, wenn du keine Landwirtschaft betreibst, vielleicht machst du wenigstens ein bisschen Gartenarbeit mit bloßen Füßen und bloßen Händen. Wenn auch das nicht möglich ist, lebst du in einem Nest. Wenn das so ist, dann nimm wenigstens ein Schlammbad. Nimm etwas Erde und schmiere sie auf deinen Körper. Warte, bis sie getrocknet ist, 30, 40 Minuten, und wasche sie ab. Mindestens einmal in ein paar Monaten vielleicht. Zumindest eine so einfache Sache wie in deinem Garten, ohne deine Schuhe umherzugehen, könnte dein Vyana in einem angemessenen Umfang stabilisieren. Es gibt Kriyas, um das System so zu stabilisieren, dass es sich später ganz natürlich auf den Zuckergehalt auswirkt. Wir haben Hunderte von Menschen, die mit uns völlig aus ihrem Diabetes herausgekommen sind. Bei den meisten von ihnen haben wir den Diabetes überhaupt nicht behandelt. Wir haben ihnen nur einige einfache Prozesse beigebracht, um ihr Energiesystem in ihrem Körper zu stabilisieren, wodurch sie aus ihrem diabetischen Zustand herausgekommen sind. Shambhavi Mahamudra ist auch in der Lage, das zu machen. Sobald sich das System reguliert hat, wirst du sehen, dass der Diabetes verschwinden sollte. Aber falls du einen schnelleren, effektiveren Weg willst, um davon loszukommen, wenn du 6 Wochen bei uns verbringst, werden wir höchstwahrscheinlich in 70% der Fälle dafür sorgen, dass dein Diabetes innerhalb von 6 Wochen verschwunden ist. Es gibt einige Menschen, die hardcore süß sind. Sie brauchen vielleicht etwas mehr Zeit. Aber mindestens 70% der Menschen werden innerhalb von 6 bis 8 Wochen aus der Sache raus sein. Wenn du Diabetes hast, haben wir kraftvolle Prozesse im Siddha. Wir können das tun. Aber Siddha ist ein wenig bitter. Wenn dein Diabetes dich nicht so sehr stört, nimmst du nicht solch bittere Medizin ein, dann werden wir Ayurveda wählen. Mit Hilfe von Siddha Vaidya, in gewissem Maße Ayurveda und der richtigen Ernährung und Bewegung, kann man den Prozess leicht umkehren. Sie kocht ein bisschen mehr als Reis, aber sie vollbringt um einiges mehr. Es handelt sich um ein Getreide mit sehr langsamer Freisetzung. Das heißt, es gibt dadurch keine Zuckerspitzen, wenn du Hirse isst. Sie gibt ihren Glukoseanteil sehr, sehr langsam ab. Also besonders für jene Menschen, die an Diabetes leiden oder deren Leben durch Diabetes bedroht ist, leisten Fingerhirse und die anderen Hirsearten eine fantastische Arbeit.